Hey Leute, Kugi hier. Heute dreht sich alles um Boxy Boo, den Jack-in-the-Box-Spielzeug der Playtime Co. Wer Boxy Boo ist, wann er entstanden ist und vieles mehr erfahrt ihr im heutigen Video. Lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in die Welt des ersten erfolgreichen Bigger Body Experiments eintauchen. Boxy Boo, ein lebhaftes, farbenfrohes Jack-in-the-Box-Spielzeug der Playtime Co. Auf seinem Körper finden wir mehrere Formen wieder. Kreise, Quadrate, ein Herz und mehrere Sterne und eine Kurbel. Alle dieser Formen lassen sich öffnen und geben einen Blick auf sein purpurrotes Inneres frei. Nur zwei Formen lassen sich nicht öffnen, die Sterne und das Herz. Der Kopf, die Füße und die Hände sind geformt wie Boxen, bestückt mit rotem filzigem Fell. An seinem Mund ragen gebogene spitze Zähne heraus und seine Augen sind wie bei Hagiwagi groß und rund. Seine Gliedmaßen bestehen aus roten Metallfedern, die ähnlich wie bei Mami Longlegs weit ausgestreckt werden können. Boxy Boo wird als fiktiver Charakter, als fröhlich, sehr energiegeladen, aber auch sehr tollpatschig beschrieben. In seiner Monsterform ist er ungeheuer brutal und kann Menschen mit nur einem Biss verschlingen. Boxy Boo ist außerdem sehr geduldig, auch wenn sein Hunger groß ist, wartet er in seiner Box so lange darauf, bis man ihn am wenigsten erwartet und schlägt dann zu, ähnlich wie bei einer Schlange. Boxy Boo ist sehr mobil, er kann sich durch seine Federn gut und schnell fortbewegen, über Hindernisse springen und durch seine schnellen Sprünge ist er ein sehr effizienter Jäger. Da er kaum Gewicht hat, kann er sich auch etwas länger in der Luft halten. Boxy Boo wurde 1966, 5 Jahre nach Bron, entwickelt. Er war zwar erfolgreich, aber lange nicht so beliebt wie die anderen Spielzeuge der Playtime Co., was auch der Grund für sein Fehlen in der Maskottchenreihe in den 90er Jahren war. Ganz verschwand Boxy Boo aber nicht aus der Playtime Factory, denn für ihn hatte man einen anderen Verwendungszweck gefunden. Boxy Boo aus Project Playtime war der erste erfolgreiche Bigger Body und seine Aufgabe bestand darin, niedere Angestellte zu entsorgen, die von der Bigger Bodies Initiative wussten. Nachdem Boxy Boo erschaffen wurde, besuchte der Arzt Harley Sawyer seine Zelle. Wütend, brüllend und auf seinem nach Spieluhr spielend stand Boxy in dieser Zelle. Sawyer freute sich über den Erfolg und sagte, dass diese Kreatur die erste von vielen sei. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten durch ihn und eine davon wird wahrscheinlich zur Unsterblichkeit führen. Sawyer beschloss, dass der Appetit des Jägers auf Menschenfleisch gestillt werden muss und erkundigte sich nach dem Zustand von Rowan Stolz. Rowan erfährt von der Bigger Body Initiative und weiß, dass er sterben wird durch diese Experimente. Boxy Boo verspeiste ihn bei lebendigem Leib auf der Hinterbühne des Theaters. Boxy wurde auch hier wieder als Entsorger eingesetzt, was ihn für die Playtime Co. auch sehr wertvoll macht. Boxy Boo war Teil des Massaker 1995 und half Mami Longlegs dabei, die Bigger Body Initiative zu stoppen, wobei er sicher mehrere Mitarbeiter schnell und effizient entsorgte. Was nach dem Massaker mit Boxy Boo geschah, ist leider nicht bekannt. Wir werden ihn wahrscheinlich außerhalb von Project Playtime erst in Chapter 3 Deep Sleep sehen, denn er ist hier als fiktiver Charakter an der Wand von Home Sweet Home zu sehen. Ob Boxy Boo wirklich auftaucht, wird, ist leider nicht bekannt. Nähert sich Boxy Boo einem Opfer, fängt seine Musik an, immer schneller und lauter zu spielen. Boxy war das erste Bigger Body Experiment, was erfolgreich erschaffen wurde. Natürlich gibt es auch einige Theorien zu Boxy. Einige haben die Theorie aufgestellt, dass Boxy Boo nur zu dem Zweck erschaffen wurde, um Mitarbeiter zu bestrafen, die von dem Bigger Body Experiment erfuhren oder versuchten, dies der Öffentlichkeit mitzuteilen. Was meint ihr? Sehen wir Boxy Boo im Poppy Playtime Chapter 3 das erste Mal im Main Game oder lässt er weiterhin auf sich warten? Ich hoffe, euch hat die Story von Boxy Boo gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal für mehr Story-Videos, bevor Boxy Boo euch versucht zu jagen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.